Guten Abend und ich möchte mich auch noch ganz kurz, vorstellen. Ich bin nebst dem Stadtrat noch eine kleine Firma und bin Initiant, Texter und habe Regie gemacht oder darf machen am Randäfeli. Das ist so ein Vorfasnacht-Satire-Programm mit Text und Gesang im Palazzo während 7 Jahren. Der Humor liegt mir sehr am Herzen. Als kleines Beispiel, ich hatte noch mal eine Nummer gehabt, an dem Randäfeli, wo der Sensemann ein Burnout hatte, weil er einfach so viel zu tun hatte und hat dann zum Psychiater müssen. Und auf eine Lilli bin ich dann aufmerksam geworden, weil ich auch gemerkt habe, nach 7 Jahren Text, es braucht einfach wieder einmal neue Köpfe, es braucht neue Gedanken. Und ich habe die Kolumne in der BZ gelesen und ich habe dann dekontaktiert. Wir haben uns dann getroffen. Habe ich sehr schnell verstanden, weil wir eben beide den Humor sehr gerne haben. Und das war dann eine Anfrage, wie ich zugesagt habe. So ist dann das zustande gekommen. Und jetzt schlage ich vor, wenn du erzählst, was in diesem Buch steht, dann müssen wir es nicht mehr kaufen. Das ist genau die Idee, was mir dir gefallen. Ja, nein, ich erzähle nicht viel. Aber den Rückseitentext stelle ich euch vor. Wie befördert man einen Kerl ins Jenseits, wenn man selber bereits dort ist? Nick geistert als Phantom durch sein Heimatdorf und versucht verzweifelt, den Kerl zur Strecke zu bringen, der ihn auf dem Gewissen hat und der es auf seine Tochter Sonja abgesehen hat. Der Unsichtbare findet einen Weg, sich im Diesseits bemerkbar zu machen. Er richtet aber ein heilloses Durcheinander an und gerät vom Regen in die Traufe. Das ist die Ausgangslage von der Geschichte. Das sind 300 Seiten und die Geschichte verläuft im Zeitrahmen von 3 Wochen. Das ist also relativ eine kurze Sache, relativ schnelle Szene und die Titel, die haben, Kapitel, die haben auch keine Titel, sondern die heißen einfach Samstag 17:20 Uhr, Sonntag 23:58 Uhr. Ja, es hat etwas Filmhaftes, würde ich sagen. Also zum Lesen und vom Aufbau her zügig. Das gern zügig. Okay. Du kannst schon wissen, was auch, wie das Buch dann entstanden ist. Wann hast du damit eigentlich wirklich angefangen? Ja, das ist eben nicht so zügig entstanden, das Buch. 2005 habe ich einen Drehbuchkurs gemacht, also für Filmdrehbücher. Und haben wir dort eine Übungsgeschichte müssen schreiben, damit wir daran basteln und lernen können. Und dann hatte ich die Idee gehabt, von dieser Geschichte, ich habe immer so ein Flärchen für Nahtoderlebnisse. Der Tod finde ich eigentlich ein spannendes Thema. Und dann habe ich die Ausgangslage gehabt und habe dort geschafft und geschäffelt. Und irgendwann war das Exposé fertig für ein Filmdrehbuch. Dann habe ich es ein paar Schauspieler geschickt. Und da wäre es Stefan Hubser, der Laurent angesprochen hat. Der Stefan Hubser war einer von denen, der reagiert hat. Er hat den nächsten Tag angerufen und gesagt, super Geschichte, cool, die Hauptrolle wette, ich wüsste gerade einen Regisseur. Und dann hat er den Stefan Jäger gebracht als Regisseur. Und dann haben wir miteinander noch ein bisschen an dem Exposé geschafft. Und dann sind die zwei auf Jagd nach Fördergeldern gegangen. Ergebnislos. Und dann hat er gesagt, los, es gibt noch den Kardinalsweg, jetzt schreibst du einen Roman, schaust, dass es ein Bestseller wird und dann wird er verfilmt. Und ja, das ist etwa so 2005, 2006, wenn man das gesagt hat, jetzt haben wir 2017 der Roman ist geworden. Und ob es ein Bestseller wird, fängt dann von euch ab. Gut, die Geschichte spielt in einem Zeitraum von ca. 3 Wochen ab. Jetzt muss ich es aber gleich noch erklären, wenn ich das Wort Himmels Gottes Willen. Wieso brauchen wir 13 Jahre? Für 3 Wochen? Das ist eine gute Frage. Es sind halt vor allem 4 Arbeitsstunden gewesen, natürlich, die ich eingesetzt habe. Und ich habe auch nicht die ganze Zeit gewusst, dass es einmal etwas gibt, sondern ich habe wieder mal daran gebastelt und dann habe ich gedacht, Mist. Und dann ist es wieder auf der Festplatte gelegen. Und dann bin ich irgendwann wieder drüber gestolpert und denke, nein, es ist eine coole Geschichte, es sind coole Figuren, ich habe die Figuren so gern und da gibt es einfach etwas draus und dann habe ich wieder daran gebastelt und dann ist es wieder liegen geblieben und dann hat mir mal ein böses Echo gegeben und dann habe ich 2 Jahre nicht mehr daran gemacht. Und so ist es dann halt einfach lang gegangen. Wobei, ich muss auch sagen, es wäre eigentlich früher fertig gewesen. Vor 2 Jahren bin ich praktisch fertig gewesen und dann hat mir der Anton Mosimann angerufen, der Koch aus London.
Er hat einen Autor gesucht für seine Autobiografie und das hat nicht warten. Dann habe ich gewusst, jetzt musst du einfach den Roman auf die Seite tun. Und habe mich auf das Buch fokussiert. Und darum ist das jetzt halt relativ zeitnah aufeinander. Das ist jetzt also kein Exploit, den ich hier leiste in diesem Jahr mit diesen zwei Büchern. Zufall. Zufall, ja. Zufall geht es. Ich habe, wenn ich dem mit Lina gesagt habe, vor ein paar Wochen einen Herzinfarkt gehabt. Ich also quasi ein zertifizierter Nottod erfahrener. Mittlerweile auch mit der Kenntnis, dass wir in der Zwischenzeit wahrscheinlich keine Lebensversicherung mehr wird nehmen. Aber ich muss zu deiner Entlastung sagen, der Herzinfarkt ist nicht nach dem Buch oder während dem Buch entstanden, als ich es gelesen habe, sondern vorher. Und was mich jetzt darum noch mehr interessiert, wieso schreibst du Nottod-Geschichten? Oder Geschichten? Es ist einfach ein cooles Thema, ganz einfach. No, ich habe ein Buch von Büchern gelesen über Nottod-Erfahrungen. Das ist dort in den 70er Jahren, das ist halt schon lange her. Ist das auch ein Trendthema gewesen? Und es gibt eine Episode aus dem Religionsunterricht, ich war etwa 15, da hat der Pfarrer ein Nottod-Erlebnisbuch gelesen und da hat er mal in einer Rallye-Stunde gesagt, er sei das gerade am Lesen und es ist also noch faszinierend, bei so einem Nottod-Erlebnis, der Körper liegt dann im Spital oder so und die Seele, die bewegt sich dann im Raum und die bleibt also immer im gleichen Raum. Das bestöcht dann eine Verbindung zwischen Seele und Körper. Da habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Und dann hat er gesagt, ja, was? Und dann habe ich gesagt, sie schwätzen doch vom Buch «Sterben ist doch ganz anders» von Johann Christoph Hampe. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, bei Ihnen hat es ein Beispiel, wo das nicht stimmt. Dann bin ich nervös heim, ich hoffe, die habe ich jetzt nicht geschossen. Und er ist wahrscheinlich auch kontrolliert, es hat gestimmt, ich habe das richtig im Kopf gehabt. Und nächste Woche hat er gesagt, ja, das stimmt, das ist echt. Also ich habe mich wirklich als Bub schon mit dem Thema befasst und das hat mich irgendwie nie losgelassen. Also mit den Pfarrern hast du es ein bisschen. Also einerseits ist dein Bruder ein Pfarrer. In deiner Geschichte spielt der Pfarrer ist ein Deutscher. Und jetzt ohne etwas zu verraten, hast du grundsätzlich etwas gegen Deutsche. Das hat ja auch hier, habe ich mitbekommen. Jetzt würde ich gerne sagen, ja. Deutschsprachige Gäste. Ich traue mich von jetzt musst du aufpassen, sonst nicht, dass du zwei, drei Bücher weniger kaufst. Also dann überleg dir die Antwort gut. Genau. Aber was hast denn du mit ja, als ich das Buch geschrieben habe, ist gerade das Thema von der Einwanderung von den Deutschen ist so aktuell. Es hat ja Phasen gegeben, wo bis zu 80'000 Deutsche in die Schweiz gekommen sind, vor allem im Grossraum Zürich. Und die Schweiz hat immer so ein spezielles Verhältnis zu den Deutschen. Und ich finde es immer witzig, weil ich das Gefühl habe, die Schweizer haben ein bisschen Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Deutschen, weil die Deutschen einfach eloquenter sind. Also ich finde, sie sind eloquenter. Und wenn irgendwo eine Talkshow ist, wo Schweizer dabei sind und Deutsche, dann saufen die Schweizer einfach ab. Und ich habe hier eine Hauptfigur und ich musste ein Findbild haben für den gefunden, jetzt ist die Deutschen als Findbild. Und dann kannst du die ganzen Klischees kannst du noch spielen lassen. Und das habe ich dann so gemacht. Ich wüsste das so. Pfarrer übrigens, das ist aber auch noch spannend. Pfarrer gibt es ja auch viel Deutsch. Ich kenne mehrere. Ich habe irgendwo in dem Buch steht, so dass ich stelle, da fange Schwarze und Deutsche an als Pfarrer in der Schweiz. ja, ein bisschen boshaft. Es gibt, ich glaube, es ist schon eine Frage vom Pfarrermangel und es kommen dann relativ viel. Deutsche Pfarrer sind in die Schweiz gekommen und ich finde es immer faszinierend, wenn jemand über Hochdeutsch redet, dann hat das für mich eine andere Aura. Es hat so etwas ein bisschen autoritär, also es ist etwas ein bisschen Offizielles. Es ist nicht so handlich mit dem Dialekt. Und wenn dann einer auf der Kanzel steht und mit einem super Hochdeutsch redet, finde ich das einfach etwas Spezielles. Das passt jetzt wunderbar in die Geschichte. Ne? Ja, aber ich habe noch nach deinem Bruder gefragt. Also, der Pfarrer kommt ja nicht immer sehr, ich sage jetzt mal, sehr sympathisch. Ja, so, nicht. Schon, aber nicht sehr. Ja. Schon, aber nicht sehr. Aber, ich darf eben leider nicht will. Aber also, es hat jetzt nicht einen Grund, weil dein Bruder Pfarrer ist, dass du jetzt dem Pfarrer Deutschland Schildchen anhängst. Nein, die Kombination also, ist eigentlich zu. Du willst deinem Bruder nicht etwas mitgeben, wenn es liest?
Das wäre jetzt noch auszuprobieren. Okay. Nein, nimm es nicht an. Ich würde es auch mit Schmunzeln lesen. Aber ich habe den Bezug dazu. Mein Bruder war 15 Jahre lang Pfarrer. Und ich mag Pfarrhäuser, ich mag Kirchen, Friedhöfe sowieso. Und ich habe das Pfarrhaus spielt eine relativ grosse Rolle in meinem Buch. Und ich habe natürlich dadurch, dass ich einen Bruder hatte, der Pfarrer war, habe ich ein Pfarrhaus im Hinterkopf. Ich weiss, wie die Raumeinteilung dort war, ich höre den Boden, der knarrt. Und das ist einfach ein wunderbares Setting für die Geschichte. Genau. Und darum habe ich das immer im Kopf. Ein Schaffhausen ein Pfarrhaus im Kanton Schaffhausen. Die Details sind ja so beschrieben, das habe ich ja. Also ich finde es eben auch so schön. Also eben, ist doch in diesem Fall etwas. Ja, ja. Ja. Für mich hat die Humor eine beruhigende Schwärze. Also ich finde das, wie gesagt, schön. Ist denn da auch noch ein bisschen Appenzellen drin? So ein bisschen das Denken oder ein bisschen das Treffen, wie du gesagt hast? Oder das ist da ein bisschen etwas? Ja, es kann sein. Also der Baselbieter würde ja anfangen, wir weinen jetzt mal. Richtig, das würde er ja. Und das ja. Liebt man in dem Sinn schon nicht. Ich habe es lieber getroffen und direkt. Und ich würde sagen, der Appenzeller von seinem Humor her hat der Appenzeller relativ wenig Berührungsängste. Also er kann relativ grob sein. Liebenswürdig, aber grob. Und die Mischung zwischen Liebenswürdigkeit und Ungeschlacht, die habe ich immer gerne. Ich glaube, die Figuren da drin, die haben es zum Teil. Es ist wirklich schwarzer Humor, muss man auch gerne haben. Aber die Figuren sind liebenswürdig, das ist mir sehr wichtig, dass die liebenswürdig bekommen, auch wenn sie zum Teil super optimal agieren. Okay. Wenn wir jetzt bei diesen Figuren sind, welches ist denn deine persönliche Figur in dieser Geschichte, in dieser Handlung? Sehr brav hast du das gemacht und mir das Stichwort geliefert, wie abgemacht. Das hast du mir so. Nein. Scheiße. Der Walter ist meine Lieblingsfigur. Okay. Der Walter. Und ich stelle euch jetzt einfach geschwind vor mit ein paar Zielen. 5 Minuten Walter. Kommen wir hier rüber. Sonntag, 18:05 Uhr. Walter Jakob saß am Küchentisch und putzte mit einer alten Zahnbürste sein Gewehr. Er war 81 Jahre alt, das Gewehr 63, die Zipfelmütze 25, die Zahnbürste 14. Zeitlebens hatte der große Mann in dem baufälligen Bauernhäuschen eine Viertelstunde außerhalb des Dorfes gewohnt und beinahe zeitlebens hatte er den Sonntagnachmittag damit verbracht, mit der Zahnbürste sein Gewehr zu putzen, egal ob er vorher damit gejagt hatte oder nicht. Für seine letzten Zähne und Strummel brauchte er keine Zahnbürste mehr. In neuerer Zeit hatte Walter das Gewehr oft auch am Dienstag oder Freitagnachmittag geputzt. Mit den Wochentagen kam er nämlich nicht mehr ganz klar. Und wenn er sich nicht sicher war, welcher Tag war, was ihm am Morgen beim Aufstehen genauso passieren konnte wie nach dem Mittagsschläfchen, dann beschloss er, dass es ein Sonntag sei. Der Kalender an der Küchenwand half ihm auch nicht weiter. Den hatte immer Johanna ersetzt, bis sie vor einem knappen Jahr, kurz vor ihrem 98. Geburtstag, eine selber gebrühte Medizin gegen allgemeine Altersgebresten eingenommen hatte, woraufhin der gewünschte Effekt eingetreten war, wenn auch nicht ganz im Sinne ihrer Anwenderin. Seit dem Tod seiner Mutter benutzte Walter nun eben denselben alten Monatskalender, den er fast jede Woche treu umblätterte. So, Josef, sagte Walter feierlich zu seinem Gewehr, jetzt sind wir wieder sauber, gell? Er öffnete den Kühlschrank, aber an diesem Abend schien Josef zu groß für den Kühlschrank. Walter dachte scharf nach und kam zum Schluss, dass der Kühlschrank zu voll sei. Kurz entschlossen räumte er ihn leer. Käse, Milch, Abwaschmittel, beide Unterhosen, ein halbes Dutzend unvollständiger Jaskartensets, ein Bild des heiligen Christophorus und eines von sich selber als Kind, eine alte Bibel, und 2 Dutzend Fläschchen mit verschiedensten Substanzen, die Johanna ihm hinterlassen hatte. Doch der Kühlschrank war immer noch zu klein für sein Gewehr. Walter schaute 5 Minuten lang hinein. Dann wurde ihm kalt und er räumte alles wieder in den Kühlschrank. Tut mir leid, Josef, sagte er zu seinem Gewehr, du musst draußen übernachten. Walter stapfte in den Flur, hängte Josef an den Kleiderhaken und machte große Augen.
Auf der Hutablage lagen Ottilie und Berthold, beide tot. In letzter Zeit war er nur noch selten auf die Jagd gegangen und auch nur dann, wenn niemand ihn sah. Und noch viel seltener war er mit Beute aus dem Wald zurückgekehrt. Meistens war er nach erfolgloser Jagd hinter das Haus gestiefelt und hatte sich im Hühnerstall stattdessen eine Legehenne geschossen. An Ottilies Gackern konnte er sich noch erinnern, aber Berthold? Irgendjemand musste ihn erlegt und hier deponiert haben. Hier lag er nun und roch und jetzt besaß Walter keinen Harm mehr. Walter kratzte sich im Ohr und sagte, hast wieder mal den Kopf nicht bei der Sache, du Birne. Das erinnerte ihn so sehr an seine Mutter, die ihn stets Birne genannt hatte, dass er ein bisschen weinen musste. Immer wieder hatte die alte Hebamme ihren geistig zurückgebliebenen Buben mit allerhand Tinkturen, Pülverchen oder Kräutern aus Wald und Garten behandelt, wobei nicht immer klar war, ob sie ihn damit heilen wollte oder ob sie an ihm ein neues Tinktürchen ausprobierte. In Sachen Heilung hatten die Versuche so wenig gebracht wie seinerzeit die Sonderschule, weshalb Johanna den Buben zeitlebens bei sich behalten und ihm ihr reiches Programm an Borstigkeiten und Schrullen weitervermittelt hatte. Ausgelacht worden war Walter trotzdem kaum je. Die wenigen Buben, die es gewagt hatten, waren von Johanna ebenfalls behandelt worden, wenn auch nicht mit Kräutern, sondern mit der Fahrradpumpe, die sie selbst bei flotter Fahrt in Sekundenschnelle aus der Klemmhalterung gerissen hatte, um dem Ziel ihres Angriffs eins überzubraten. Zudem ließ Walter oft auch eine Portion Schalk oder gar Liebenswürdigkeit aufblitzen, weswegen die Erwachsenen ihn genauso mochten wie die Kinder. Also hatte man ihn in der Obhut seiner Mutter gelassen. Aber mit seiner zunehmenden Demenz war es je länger, je weniger tragbar, ihn in seinem alten Haus allein wohnen zu lassen. Er stand denn auch auf der Warteliste der Abendsonne, und wenn dort in 2-3 Wochen die erste Wintergrippe vorbeischaute, würde bestimmt ein Zimmer frei für ihn. Alle außer ihm wussten das. Hast wieder mal den Kopf nicht bei der Sache, du Birne, wiederholte Walter, packte seinen toten Hahn, stiefelte hinaus und vergrub ihn im Lauchbeet auf der Südseite des Holzhauses, im Andenken an Johannas Rezept für Hähnchen mit Lauch. Da ist der Wald. Jetzt gebe ich gerade noch eine Minute Wald dazu. Sonntag 7.10 Uhr am Morgen. Walter wachte seit eh und je um 20 vor 5 auf. Früher war er dabei von seinem Aufziehwecker und seinem Hahn Berthold freundlich unterstützt worden. Vor ein paar Wochen hatte er allerdings eines Morgens beim Aufwachen spontan beschlossen, den Wecker statt nur für eine Woche gleich für ein ganzes Jahr aufzuziehen. Schließlich ist Vorbeugen besser als Heulen. Anfänglich hatte der Drehschlüssel Widerstand geleistet, doch Walter war stärker gewesen und der Klügere hatte nachgegeben. In diesem Fall also der Wecker. Daraufhin hatte Walter die Idee gehabt, auch den Hahn für ein ganzes Jahr aufzuziehen. Berthold hatte schon nach der ersten Umdrehung mit einem Knacken im Halsbereich klein beigegeben und danach nie mehr zu früh gekräht. Zu spät genauso wenig. Dank dem kaputten Wecker wachte Walter aber weiterhin jeden Morgen um exakt 20 vor 5 auf, selbst wenn es bereits 7:30 war. So, also es ist... Es sind nicht nur Menschen, die Nahtoderlebnisse haben. Da. Das ist der Walter, das ist meine Lieblingsfigur. Und ich glaube, man spürt, dass ich ihn gerne habe. Ich habe wirklich versucht, also ich glaube, es ist mir gelungen, die meisten Figuren so zu zeichnen, dass man sie gerne hat. Sie haben ein bisschen abstruse Ideen und zum Teil handelt es auch nicht immer ganz ja, clean, nett, moralisch tragbar, aber Motive sind verständlich und man hat sie einfach gern. Es ist wie im Don Camillo. Der Don Camillo kommt auch mal vor zwischen ihnen. Ich tue den immer wieder erwähnen. Das ist einfach eine Lieblingsfigur von mir in der Filmgeschichte, historisch. Ich kenne ihn fast auswendig. Ich glaube, den ersten Don Camillo-Film habe ich vermutlich schon 20 Mal gesehen. Und der berührt mich jedes Mal wieder. Wer kennt Don Camillo von euch? Ah, gut, das ist ein grosser Teil. Gut. Ja, also Wer Freude hat, dass er Don Camillo findet, müsste eigentlich auch Freude haben, dem Buch. Ja.
Es ist ja eigentlich eine tragische Figur. Der Walter. Ah, der Walter. Nein, der Donald, ja. Nein, der Walter. Ja, weil er hat ja die Krankheit und er macht ja Sachen. Und trotzdem kommt sie so sympathisch über. Was macht denn der Walter für dich persönlich aus? Oder ich meine, so wenn wir wollen ja nicht die Krankheit irgendwann haben. Oder wünscht man sich vielleicht, in Anführungszeichen, dass man ein bisschen tollpatschiger durchs Leben gehen dürfte, als man das für sich erwartet. Also, als das, das Umfeld von einem erwartet. Ich meine, wenn heute in einem Gürtel den Kopf aufziehst, das sehen wir jetzt die Sissach mit dieser Metzger, der uns da alles draussen steht. Und trotzdem kommt er so sympathisch. Mir übrigens auch. Das ist dann. Ich glaube, der Walter bedeutet. Für mich bedeutet er natürlich vor allem eins. Er ist für mich eine Steilvorlage, wo ich mich hemmungslos austoben konnte in meinem. Ich sage jetzt in meinem Kindskopf sein. Also der Walter als Bub, als grossgewachsener alter Bub mit einem Haufen Schrulligkeiten, mit absurden Ideen. Da habe ich meine ganze Kreativität und Absurdität reingegeben. Am Abend um 11, 12, 1, wenn ich irgendeine gestörte Idee hatte. Am Walter habe ich sie glaubwürdig unterjubeln. Ein Opfer. Der Walter ist ein Opfer, genau. Und dann glaube ich, tut es halt an einer Geschichte auch gut, wenn du so eine Figur hast, die ein Kind ist. Es ist einfach eine kindliche Figur, er ist tollpatschig, er ist direkt. Und manchmal sagt er einfach dann die Worte, wo jemand erwachsen so nicht kann sagen. Ja, aber deine Figuren sind ja allgemein enorm überzeichnet. Weißt? Also schon, darum wundert es mich auch nicht, dass Cover eine Karikatur ist. Also das ist ja eine Karikatur im Wort. Oder man sieht ja dann auch, die Figuren gibt es in einem täglichen Leben. Man sieht die. Der Nick zum Beispiel, der umsorgte Vater von der Sonja. Oder? Und nachdem der das Zeitliche gesagt hat, kümmert er sich ja verzweifelt. Das haben wir auch, hast du ja vorhin selber gelesen, verzweifelt mit allen Mitteln um seine Tochter. Oder? Und mir nimmt es wunder, wie viel Nick steckt in diesem Villeneuve. Ist da eine persönliche Botschaft auch versteckt, die sagt, auch der Vater Villeneuve kann nur schwer loslassen. Dani, das ist jetzt nicht abgemacht und ganz gemein. Also bist du auch so nöch bei der Tochter Dominik? Ich finde es aber gut, du hast auch eine Tochter, gell? Ich habe eine ganze vier, ja. Alle zusammengezählt. Ja. Darum die Frage. Also, okay. Ja, natürlich, ertappt, ja. Ganz klar, logisch. Ich habe zwei Töchter. Die eine ist 18, auch, ja, die andere 20. Und ich möchte jetzt behaupten, ich bin mit so viel Freude Vater und immer noch, wie der Nick war. Und ich glaube schon, die Vorstellung für einen Vater, dass sein Kind, jetzt Tochter ist oder Sohn, in Gefahr ist und er nichts machen kann, also das ist brutal. Ich glaube, das ist für einen Vater ist das jetzt das Brutalste. Und die Vorstellung, dass er im Diesseits ist, als Phantom, unsichtbar, er kann nicht mehr eingreifen ins in die Realität, oder? Ist im Jenseits. Und er sieht, die Tochter ist in ernster Gefahr. Also die Verzweiflung, die willst du als Vater ja nicht müssen durchleben. Und darum lasse ich den Nick das durchleben, weil das, da kann man mitleiden und das kann wehtun. Es ist, vieles steckt drin, ja, im Nick von mir. Das also wenn man es jetzt persönlich würde erleben, dort hört dann schwarz und oben dir auf. Ist das so? Jetzt musst du einfach ja sagen. Für den Nick ist es einfach nicht mehr lustig gewesen. Ja, aber das ist in dieser Situation ja. Definitiv. Okay. Hören wir dann, ja. Eine ganz einfache Frage, wer soll das endlich lesen? Ja, das ist eine gute Frage. Wer soll das? Also ihr alle und noch viel mehr Leute. Es hat ein Verlag hat gesagt, es abgelehnt und gesagt, er könne es nicht zuordnen. Es sei eigentlich ein Krimi, aber es sei eben gleich kein Krimi. Es gibt mehrere Tote und es ist detektivisch antriebene Geschichte auch, aber es ist nicht wirklich ein Krimi und eine Buchhandlung kann das nicht einfach klar orten, wenn ich das Gestell hineinstelle. Und es hat viel Anteil an Satire, an, ich finde es zum Teil auch ein bisschen glatt, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen platt. Also man muss ein bisschen, Spur Kindskopf muss man in sich rein haben.
ein bisschen Kind muss man bleiben, sie denken, was lustig findet. Und ich habe jetzt ein paar Junge gesehen, die es gelesen haben, 15, 16, 17, 18 Jahre, die haben es auch lustig gefunden. Gut, die Zielgruppe hast du schon mal, aber jetzt haben wir auch Ältere gesagt, es ist wirklich lustig. Und von dort her kann ich sagen, ich glaube, es spricht die ganze Bandbreite an von Leuten, die das sollten lesen. Aber man muss Humor haben, man darf keine Berührungsängste haben zu schwarzem Humor. Ja, ich glaube, es ist das. Mhm. Man muss Menschen gerne haben, das ist, glaube ich, die Hauptsache. Menschen gerne haben. Gut, jetzt kommt mir mal so schräg. Das hat schon mal den Auftrag gehabt, eine Nahgeburtsgeschichte zu schreiben. Wer denn Hebamme eine Deutsche? Das wäre jetzt ein Spielfeld. Das gefällt mir, die Frage. Ja, das könnte jetzt noch ein Buchprojekt sein. Ja, das wäre ja ein. Oder eben ein deutsches Elternpaar und die Hebamme ist von Hasler-Rüegsau. Okay. Das könnte noch witziger sein. Aus dem Zürich-Biet wäre nicht gut, die würden schon souverän werden. Hasler-Rüegsau gibt es Bierquell nicht, gell? Bierquell ist fiktiv. Also, die Ortschaft heisst Bierquell, ist fiktiv. Ich habe mich nicht getraut, da wirklich einen Ort zu nehmen, den es gibt. Bubendorf hättest du gerne. Bubendorf. Ja. Ich habe meine Pfähle gerne in Bubendorf. Und okay. Wir lassen Kirchen im Dorf. Du hast vor ein paar Wochen über den sogenannten Seelenbalken geschrieben. Also nicht zu wechseln mit dem Donnerbalken, den wir aus dem Wald vom Militär kennen. Was hat es denn mit dem Balken auf sich? Also, ich weiss, ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht, was denn das ist, aber glaubst du in diesem Zusammenhang an ein Leben nach dem Tod? Ja. Aber erzähl mal, was der Seelenbalken ist. Ich würde sagen, grundsätzlich ja. Ich sage einfach immer, ich glaube, dass es nachher weitergeht und ein ganzes Platzbild brauche ich. Ich glaube, dass wir später mal alle am grossen runden Tisch hocken. Und dass ich mir meine Tischnachbarn auswählen kann, das ist noch Bedingung. Aber das ist grundsätzlich so mein Empfinden. Wir hocken später alle am grossen runden Tisch. Und was jetzt der Seelenbalken betrifft? Der Seelenbalken. Wir haben in der Säcke uns den Lehrer mal völlig begeistert erzählt, es gäbe im Wallis und im Bündnerland Seelenbalken oder Seelenfenster bei ganz alten Häusern, vor allem bei Walserhäusern, bei Schlafzimmern, kleine Fenster. Und die werden dann aufgemacht, wenn jemand im Bett liegt und am Sterben ist. Und dann bin ich begeistert, dass meine Mutter erzählt hat, da haben wir auch ein Schlafzimmer oben. Und dann sind wir echt oben und haben dort Kommode auf die Seite tun, mit dem Spiegel. Dort hinten haben wir ein Stück Balken aus einem Wandbalken rausgeschnitten, wo man rausschieben oder hinschieben kann. Und das ist früher wirklich in den Bergen so gebraucht worden. Da gibt es noch Züge, die das beschrieben haben, vor 150 Jahren, wenn jemand am Sterben war, haben wir den Balken rausgenommen. Dann hat sie gewusst, jetzt kann sie gehen. Das war also eine Form von Sterbehilfe eigentlich. Wieso? Dass die Seelen nicht einfach zur Tür oder zum Fenster raus sind. Er schließt sich mir nicht. Und das haben auch die Leute, die Historiker, die das erforscht haben, die haben die Frage auch nicht beantworten können. Ja, dann in dieser Glosse habe ich geschrieben, eigentlich fände ich es schön, wenn man so Seelenfenster auch heute in den modernen Häusern wieder würde vermehrt einbauen würde. Könntest du architektonisch etwas Schönes daraus machen, bei einem Einfamilienhaus mit einem kleinen Seelenfenster. Das wäre auch eine Reminiszenz als Alter der Bewohner. Und ja, ich meine, das habe ich auch schon gesagt, das Bewusstsein für die Endlichkeit. Also weißt jetzt du ja noch im Herzinfarkt. Natürlich. Ist natürlich stärker. Mit so einem Seelenfenster beispielsweise. Mhm. Mit etwas, das einem daran erinnert, dass man endlich ist. Und in dem Moment ist der Fokus auch stärker gerichtet auf die Gegenwart, auf das Heute. Und das habe ich jetzt durchaus ernst gemeint. Als ich gelassen geschrieben habe, ich fand eine schräge Idee, aber je länger, je mehr, dass ich das im Kopf habe, ich wieso eigentlich nicht? Ich meine, baust Katzentürchen in einem Sinn. Ein Seelenfenster, das finde ich jetzt noch etwas Spezielles und etwas Berührendes. Das, ja, Klammer geschlossen. Du hast mich auch, nachdem du das erfahren hast, was mir dazu getragen hast, und mir passiert ist, hast du mich gefragt, um meinen Gesundheitszustand, wie geht es dir jetzt? Und ich habe dir ja gesagt, es geht mir hervorragend, es ist alles tiptop.
Und dann hast du gesagt, Gott sei Dank. Ja, glaubst du jetzt an Gott oder glaubst du nicht an Gott? Ja, das ist eine gute Frage. Müsstest du ja nicht Gott sei Dank sagen. Ah, ja gut, Gott sei Dank, das hast du natürlich auf der Zunge. Ja, das ist ja so. Die Frage beschäftigt mich bis heute. Und letztens ist mir die gestellt worden, in einem Interview auch, und dann habe ich eine Antwort gefunden, die mich befriedigt hat. Ich habe gesagt, wenn ich die Tagesschau schaue, dann bin ich Atheist. Wenn ich im Alltag wandere, irgendetwas mache, arbeite ich heim, bin ich Agnostiker, der nicht so recht weiss. Und wenn ich im Alpstein am Wandern bin oder auf dem Töff hocke oder bestimmte Musik höre, dann bin ich Christ. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen die Gespaltenheit, ein Stück weit, würde ich sagen. Oder ich habe es einmal anders formuliert, im Kopf bin ich jetzt wirklich Atheist. Aber da innen hockt etwas, im Herzen hockt etwas und das ist einfach dort und das glaubt dann halt. Und das bricht dann eben in so Situationen aus. Und dann sagst du manchmal einfach Gott sei Dank. Ja? Gut. Ja. Befriedigt dich das? Ja, natürlich. Gott sei Dank befriedigt mich. Auf dem Buchrücken ist noch zu lesen, dass du fast alles für fast alle schreibst, wenn du dafür Geld bekommst. Für wer würdest du mir schreiben? Ja, als ich das geschrieben habe auf das Cover, also hinten drauf, denke ich, die Frage kommt sicher irgendwann. Es ist natürlich vor allem ein Werbespot für mich als Texter, oder? Ich bin auch Texter noch für Werbeagenturen, für Firmen und so weiter. Und von etwas muss man ja leben, also schreibe ich die Sachen, weil vom Bücher verkaufen kann man nur leben, wenn ich ganz fest mithelfe. Eigentlich. Und darum habe ich das geschrieben. Und ich schreibe wirklich fast alles für fast alle. Ich habe mal am gleichen Tag für das Blaue Kreuz und für die Brauerei Feldschlössli Text abgeliefert. Und bei der Brauerei Feldschlössli habe ich ein heftiges Honorar verlangt und beim Blaue Kreuz habe ich es fast gratis gemacht. Also von dort habe ich relativ wenig Berührungsängste. Meine Frage war, für wen würdest du nicht schreiben? Und ich. Ja, wenn mir jemand einfach oder ein Inhalt zum tiefst zwider ist, wo ich das Gefühl habe, da wird die Zielgruppe oder die Leserschaft wird da über den Tisch gezogen. Oder sie wird nicht ernst genommen. Oder das Thema, je nachdem, das ich beschreiben muss, behagt man nicht. Es kommt eine Message über, wo man nicht passt. Das kann ich so eigentlich gar nicht feststecken. Ich habe gestern habe ich einen Text gelesen, mehrere Stunden lang ist eine Anfrage für eine Biografie, die schon relativ weit gediehen war. Ein Mordsbrocken, 450'000 Zeichen, das wären etwa 300 Buchseiten, grob gerechnet. Und ich habe das gelesen und das hat sich alles gestreut in mir. Wäre an sich eine schöne Arbeit, so ein Werk um zu überarbeiten, aber das ist dann einfach das Gefühl da rein, wo man sagt, nein, das kannst du nicht machen, das killt jetzt. Wenn du da anfängst, das bringt jetzt um, es stimmt so nicht, da wird etwas vertreten, wo du so nicht kannst dahinterstehen. Und danach musst du einfach absagen, auch wenn es etwas Schönes wäre. Aber gerade von vornherein so sagen kannst du es nicht. Ja, das ist sehr sympathisch, ja. Also man kann Nein sagen. Ja, zum Auftrag? Ja, ja. Das muss ich. Ich meine, ich habe auch schon Kunden gehabt, kommerzielle Kunden, die ich viele Jahre für sie geschrieben habe. Eine Kundenzeitung zum Beispiel. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwann, du fängst dich an repetieren, es ist nichts mehr Neues, das Thema packt nicht mehr, dann musst du den Auftrag halt auch weitergeben an einen anderen Text, weil du merkst, das kannst du auch nicht mehr kreativ sein und liefern. Also so ehrlich muss man dann sein. Ich kann es leisten, zum Glück, das ist auch ein Privileg. Ich muss nicht jeden Mist schreiben. Das ist ein grosses Geschenk und das ist nicht selbstverständlich für Freischaffende, muss ich auch mal sagen. Wobei, ist klar, ich kämpfe immer, wenn ich zu wenig Brotarbeit habe, wo richtig Einkommen liegt, denke ich, Scheibe, mit was zahlst du die Rechnungen? Und dann habe ich dafür Zeit, um so Kühlsachen zu machen, wie Bücher schreiben. Und wenn es viel Brotarbeit da ist, denke ich, super, geht umsetzen, aber wenn habe ich jetzt Zeit für die Kühlsachen, für Bücher und Kolumnen und so. Es sind immer zwei Seelen, die einem so ein bisschen beschäftigen. Du hast jetzt gerade gesagt, ich kann mir das leisten. Inwieweit spielt denn die Frau oder die Ausübung vom Beruf oder die Frau schafft den ganzen Tag?
Richtig, ja eben. Du schreibst schon. Ja, ich schreibe aber nur. Nein, aber wenn man sagt, ich habe ja auch ein Geschäft, aber wenn man sagt, ich kann mir das leisten, dann ist das nicht unendlich, oder? Nein. Wie weit spielt denn deine Partnerschaft, die Familie mit, dass du dir das eben auch kannst, die Freiheit rausnehmen oder den schönen Beruf, den Autor sein dürfen, ausziehen? Das ist zentral, das ist der Schlüssel. Wenn Rebecca nicht arbeiten würde, dann wäre das Buch da ganz sicher nicht entstanden. Und die Biografie von Anton Mosimann wäre auch nicht entstanden. Mit dem Geld, das ich allein verdiene mit so Sachen, kann man natürlich nicht leben. Ein Beispiel einfach zu der Autobiografie von Anton Mosimann. Das ist ein 3 Kilo dickes Buch, wo die Anfrage kam, ist, um das zu schreiben. Das ist ein monströser Auftrag an so einem Buch, verdient jetzt kein Mensch Geld. Da habe ich die Anfrage gekommen, der Rebecca und ich sind zusammengehockt und ich habe gesagt, du, was meinst du, wenn ich da ja sage, dann verdiene ich de facto ein Jahr lang praktisch nichts. Weil einen Hauptkunden muss ich auf die Seite tun und das Buch, das gibt jetzt wirklich nichts. Bücher sind ein brutales Geschäft. Und sie hat gesagt, hey, unbedingt packen, das ist eine ganz tolle Chance. Und dann haben wir uns dem angepasst. Aber es funktioniert nur, sie schafft 90%. Der Vorteil ist natürlich, dass ich zuhause arbeite. Zuhause schreiben, das hilft. Ich bin gelernter Koch ursprünglich, also wenn man ein Rührei macht, weiss ich. Und Waschmaschine bedienen kann ich auch. Und das macht es schon einfacher. Wenn ich jetzt auswärts wäre, dann wäre es nicht so einfach zu machen. Also von dort her ist das natürlich Traumsituation eigentlich, da bin ich sehr dankbar dafür. Das ist jetzt einfach eine umgekehrte Situation. Also, wenn eine Frau daheim ist, schafft sie auch. Wenn sie den Haushalt und alles macht, dann kann man auch sagen, du bist Hausmann, du schaffst. Richtig. Daheim, oder? Da muss ich mir auch immer wieder bewusst sein. Manchmal habe ich das Gefühl, weg, heute schon nicht gemacht. Hast du 2 Stunden geschrieben und noch irgendwie 1 Stunde Mails beantwortet oder Werbung gemacht. Dann denke ich, hallo, hast du gekocht, hast 4 Maschinen abgetan, bist noch einkaufen und so. Ist auch Arbeit. Das muss ich mir auch wieder bewusst werden, jeweils. Man hat selber das Gefühl, dass es ein bisschen... Ja, es ist halt immer noch das Klischee. Ja. Was ein Mann kann das? Was ein Mann macht das? Und eine Zeit lang habe ich mich, wenn ich einen Auftritt hatte, Gabriel-Auftritt oder so, habe ich gesagt, wenn sie mich gefragt haben, wie soll ich sie einführen, habe ich gesagt, sagen sie Hausmann und Texter. Und da wirst du komisch angeschaut. Also wenn du dich als Hausmann vorstellst, wirst du nicht verfolgt genommen. Einer hat mir gerade sofort gesagt, oh, das sage ich lieber nicht. Danach, das kommt dann gar nicht gut an bei meinen Zuhörern. Das war irgendeine Baufirma. Das heisst, Hausmann, dann bist du abgeschlossen. Und darum habe ich den Begriff nicht mehr so häufig gesucht, aber in der Praxis stimmt es natürlich. Klar. Zum Cover. Ich spule jetzt noch mal ein bisschen zurück. Ich habe auch schon am Rand an den Sinn, wie man denkt. Der könnte eigentlich mal während einem Text die Karikaturen aufmalen und die Seite abreißen, den nächsten. Und so eigentlich die Figuren, die wir spielen, vielleicht auch noch, gerade noch zeichnen. Ich habe einfach gerne. Ja, also, wie ist, ja klar, aber wie ist der Bezug? Also, hast du gesagt, das wäre einer, der. Ja. Ja, ich habe gesagt, ich will es von ihm haben. Ich habe ihn nur mal persönlich getroffen oder kennengelernt bei einem Grillabend mit dem Team von Jacobo Müller. Da war er dabei und hat gefunden, das ist ein cooler Typ. Und seine Zeichnungen habe ich seit Jahren mitverfolgt. Ich meine, die Basel Landschaftliche Zeitung lesen, die kennen den Zeichner für die Aargauer Zeitung. Und ich finde, seine Feder ist über die Jahre immer besser geworden. Er ist so ein starker Cartoonist. Und ich habe ihn angerufen und gesagt, schau, das ist das Buchprojekt und das wäre das Sujet, das da. Und er hat gesagt, super. Und der erste Wurf ist einfach gesessen. Ich habe es angeschaut und gesagt, hey, Bombe, super cool, machen wir so. Das Einzige, was wir dann verändert haben, ist das Kreuz. Das ist eine Friedhofsszene, das Kreuz war leer. Da hatte ich nichts. Und dann habe ich gemerkt, das ist leer. Und dann habe ich gesagt, dort noch ein Smiley drauf. Und jetzt hat es hier ein Smiley drauf. Und das oben drauf ist eine Perücke. Der Nick, die Hauptfigur im Buch, ist Coiffeur, das spielt immer ein bisschen rein. Und die Perücke, die spielt eine relativ wichtige Rolle. Die hat eine ganz interessante Geschichte in dem Buch. Und das muss ich auch noch sagen, der Silvan Wegmann hat gut drei Wochen nachdem er mir das gezeichnet hat, hat er in Portugal den World
Press Cartoon Award entgegennehmen. Also es ist wirklich eine grosse Nummer, ich bin noch richtig stolz drin. Ich dachte, super cool, mein Cartoonist hat hier einen globalen Preis gewonnen. Also ist wirklich cool. Nein, das bestätigen. Ja. Bringt es auf den Punkt. Was ist es so? Jetzt gehen wir wieder einmal etwas vertiefter. Du bist Mitglied von einer Sterbehilfeorganisation. Warum? Ja, weil irgendwann einmal stirbst. Und dann ist die Frage, unter welchen Umständen willst du sterben? Und es kann sein, dass Umstände sind, die dir nicht so passen. Und die du als unwürdig empfindest. Und ich habe mich mit dem Thema schon lange auseinandergesetzt. Und dann war es für mich naheliegend, eine Sterbehilfeorganisation beizutreten. Wir haben eine in Baselbiet, Life Circle. Die Baselbieter werden das wissen. Das finde ich auch noch ein Standortvorteil vom Kanton Basel-Land, wenn wir eine eigene Sterbehilfeorganisation haben. Ich habe schon gesagt, es gibt nur noch zwei in der Deutschschweiz. Und die kämpfen für mich gar nicht in Frage. Die sind in Zürich. Und es geht darum, dass man das Leiden nicht unnötig verlängert. Ich finde es einfach wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn es einmal so weit ist, dass ich vielleicht nicht mehr in der Lage bin, um zu entscheiden, was mit mir soll passieren soll, dass ich dann klar gemacht habe, festgelegt habe, wie es weitergeht, und da schon angedockt habe. Ich finde das eine gute Sache. Die haben übrigens jetzt nächstes wieder einen Vortrag hier im Engel. Das Liestl Life Circle im Anfang November, glaube ich, haben sie einen Vortrag. Ja, also auch wieder etwas, was ich gefunden habe. Engel, das passt eigentlich im Engel für eine Sterbehilfe. Das Jägerstübli wäre noch besser gewesen, aber es ist zu ich finde, das Thema ist einfach wichtig. Und Anton Mosimann, das haben wir auch spannend gefunden. Der hat, als er den 50. Geburtstag gefeiert hat, hat er sich im gleichen Jahr das Testament geschrieben und seine Abdankung orchestriert. Er hat gesagt, ich will das parat haben. Er ist sehr im Diesitz und im Leben hinein, aber er ist sich bewusst, irgendwann stirbt er mal und er wird das parat gemacht haben. Als er 60 war, hat er sich eine Grabstelle reservieren lassen. Oberhalb von Montreux auf dem Friedhof, hat er gesagt, weißt du, es ist wieder Gastronomie, die früher reservieren, dann nachher die besten Plätze, die mit Aussicht. Und das hat mir gefallen. Ja. Okay. Wie ja, wir kommen jetzt dann langsam zum Schluss, dass man noch unternimmt. Wie sensibel muss eigentlich ein Satiriker sein? Also, das fällt mir immer wieder auf, weil an Kabarettisten, wie tiefgängig wollen wir, wenn man denkt, Kabarett, das ist zum Lachen. Aber wenn man nochmal die Texte ein bisschen nicht auf den Grund geht, oder auch wieso kommt er auf die Idee, da muss ja sehr viel passiert sein, auch im Kopf vorgängig. Bist du ein sensibler Mensch? Ja. Ja, würde ich sagen, ja. Relativ nahe am Wasser gebaut. Was aber auch bedeutet, dass ich entsprechend, glaube ich, begeisterungsfähig bin. Und Sensibilität musst du auch als Satiriker, weil wenn du Satiriker bist und nicht sensibel bist oder irgendwo abgerührt wirst, dann wirst du zynisch. Und dann ist es eben nicht mehr Ironie oder Satire, sondern Sarkasmus ist dann schon mit Bitterkeit durchsetzt und Zynismus ist dann eiskalt. Ein Zyniker geht über Leichen. Das geht ein Satiriker im Idealfall nicht. Klar gibt es Satiriker, die ich finde, die gehen jetzt also hart an die Grenze. Andererseits, es hängt immer vom Umfeld ab und vom Thema. Ich hatte einmal eine Kabarettnummer, die hat wahnsinnig gut funktioniert, über einen Selbstmordattentäter. Und die ist rabenschwarz, die ist wirklich rabenschwarz. Ich begriff es, wenn es Leute gibt, die mit der ein Problem haben. Andererseits habe ich erlebt, dass die Leute sich bogen haben von Lachen drin. Es ist immer eine Frage, in was für einem Kontext und in was für einem Spirit, dass man so etwas bettet. Aber damit das klingt, glaube ich, musst du sensibel sein und damit Figuren kannst zeichnen wie einen Walter oder dass du Film kannst drehen wie einen Don Camillo. So etwas kannst du entwickeln, musst du sensibel sein, musst du ein bisschen spürig sein. Sonst wird es grob schlecht am Schluss. Also Humor ist auch ein Umgang mit Schicksalsschlägen oder mit... Ja.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Nein, es geht genau. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, sagt ihm, damit es noch etwas plastischer wird. Okay. Ich habe heute ein Echo bekommen von einer Leserin, die das Buch gelesen hat. Sie hat geschrieben, sie sind heute am Rio gesessen, in der letzten Sonnenstrahlen. Sie hat es gelesen und sie hat so viel gelacht und so viel geschmunzelt. Und das hat mich darum berührt, das Echo, weil es vor jemandem ist, der vor einem halben Jahr einen älteren Teil verloren hat, zu früh, und wo ganz, ganz eine schwierige Zeit erlebt hat in diesem halben Jahr. Und das ist eine Frage, die ich immer wieder mal gestellt habe, als ich es gelesen habe. Es ist halt rabenschwarz. Und das kann in einer gewissen Situation, kann man sich schon verschlucken. Aber das Echo dort hat mir gezeigt, gut, ich glaube, die Liebe und die Liebenswürdigkeit im Buch, die spürt man auch in dieser Situation. Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe in Schottland gesehen, Kanadonien, schottisches Wetter noch dazu. Nebelschwaden, der Motor vom Schiff ist noch abgelegen. Aber das Herz hat ja geschlagen. Genau. Und das Buch in der Umgebung noch zu lesen, ist wunderschön gewesen. Jetzt eigentlich fast, ja, meine letzte Frage wäre, wieso wird gesegnet das Zeitliche ein Bestseller und nicht ein Flop? Ja, weil sie da alle kaufen und dann nochmal zwei, drei und sie verschenken und so. Ja. Und die Werbung läuft. Also so ideales vor Weihnachtszeit. Richtig, das ist eine gute Idee. Kauft es Weihnachten und verschenkt es. Ich habe so keine Ahnung. Ich bin letztes Jahr habe ich manchmal gedacht, leck, ist das ein kindischer Schmarrn. Oh. Und dann habe ich wieder mal gelesen und gedacht, boah, ist das cool. Die sind so witzig, die Figuren. Und ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Vielleicht passiert auch überhaupt nichts. Es gibt einen Haufen Buchautoren, oder, wo das Gefühl haben, sie haben jetzt den Geniestreich abgeliefert und dann interessiert es kein Mensch. Ich bin einfach nur gespannt jetzt. Ich bin wirklich gespannt. Also ich denke, wir alle wünschen dir, dass du Erfolg hast mit deinem Buch. Ich bin Danke. Ziemlich sicher, dass du das wirst haben. Für mich war es eine schöne Erfahrung, dich kennenzulernen. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich immer wieder mal. Definitiv. Und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und weiterhin gute Ideen, gute Figuren. Ja, merci. Dankeschön vielmals. Super. Ich habe mir verloren, würdest du etwas sagen? Genau, also wie schon erwähnt, wir laden Sie gerne noch zu einem Apéro ein, hier hinten in der Ecke. Am anderen Ecke finden Sie Bücher zum Kaufen, sowohl die von Mosima wie auch das aktuelle Buch, das Zeitliche. Der Willi Neff hat gesagt, er tut selbstverständlich auch noch signieren. Also holen Sie sich auch den Grams, das steigert vielleicht sogar die Wertverflammung vom Buch. Und noch ein Hinweis, der Thomas Schweizer, der heute auch da ist, wird heute in einer Woche auch wieder da, ebenfalls bei uns im Verlag, seine Vernissage feiern dürfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und danke, dass Sie gekommen sind. Merci, dass Sie gekommen sind.